Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagspolitik mit der wundervollen Romy Höhne. Vorne mit dem großartigen Anpin Lampe. Hallo André, hallo alle zusammen. Hi Romy, hallo liebe Leute. Und jetzt drücken wir auf diesen Knopf und loggen uns ein. Mhm. Und ich setze uns nochmal kurz hier unten vor, damit man auch den Regenbogen schön wertschätzen kann, den Romy gerade nochmal angemacht hat. Danke, lieber Bastel. Und hier oben seht ihr, Reader ist ein roter Stern, ist ein rotes Dreieck mit einem weißen Stern. Listener und Insider sind überall Markierungen, das heißt, wir haben überall Neuigkeiten. Ja. Im Insider haben wir auf dem Desktop von Josef Lengley, auf seinem privaten Desktop, sind Neuigkeiten eingetroffen. Wie schön. Ja, beziehungsweise da sind Sachen, die wir uns noch nicht angeguckt haben. The Real Panze sagt gerade, man könnte für jeden Sub den Regenbogen automatisieren. Leider ist das im Moment gerade nicht so einfach, weil Twitch so viel im Backend geändert hat, weswegen auch mein Skript hier mit dem Cruise Control so brach liegt seit einer Weile, weil man das jetzt nicht mehr einfach so machen kann, sondern weil man da noch andere Dinge in dem Twitch Backend machen muss, was ätzend ist, wozu ich seit Monaten nicht komme, weil mir fehlt die Ruhe. Das nur nebenbei. So, Desktop von Josef Lengley, da haben wir noch Sachen. Wir haben den Listener. Der Eingeweihte meldet sich gerade bei Harrison O'Donnell und wir haben den Reader, wir haben einen neuen Blogbeitrag, ich nehme an von Goldfels, weil zuletzt, in der letzten Dienstagspolitik hatten wir gerade, dass es einen geheimen Prozess gab gegen Goldfels, der an sowas wie posttraumatischem Stress, nee, Krebs, an Krebs litt, aber er nicht krank aussah oder sowas und deswegen irgendwie verurteilt wurde und es war ein Geheimprozess, es war schlimm irgendwie, Dinge, die dazu trage und Josef Lengley war sein Anwalt. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ich bin mir nicht sicher, ob vollständig. Aber die Eckpunkte sind da. Er hatte einen Vertrag mit einer staatlichen Einrichtung. Wir wissen aber nicht mit wem. Ja. Wir haben spekuliert, dass es die Uni ist, aber an der Uni hat er ja noch gelehrt, also könnte es auch irgendwas anderes sein. Mit irgendwem hat er zusammengearbeitet. Auf jeden Fall war er dann wohl nicht mehr arbeitsfähig. Und sie haben aber versucht, ihn dann aus dem Dienstverhältnis zu klagen. Und das ist ihnen ja dann auch irgendwie gelungen. Da haben wir uns auch noch über Beamtentum unterhalten und irgendwie der Unterschied, also so ein bisschen Deutschland, Schweiz und wer eigentlich wofür zuständig ist und das am Beispiel von Professorinnen an Hochschulen gemacht. Genau. Ja, und er hat Krebs, genau. Genau. Pankreaskrebs und die Prognose sah erst schlecht aus, aber er scheint ja noch zu leben, weil er hat ja jetzt vor kurzem erst mit Josef Lengley kommuniziert. Er ist noch aktiv. Diese Diagnose war halt, wir können nochmal die Krankenakte aufmachen. Erfassungsdatum, das war 2015, wir haben jetzt 17, also es ist 2 Jahre später und seine Prognose waren irgendwie 6 bis 12 Monate und er hat jetzt schon 26 Monate geschafft. Nee, ja doch, 26 Monate geschafft. Genau. Ja. Wollen wir einfach gleich da anfangen? Jetzt haben wir die Seite einmal offen. Mit dem neuen Blogbeitrag? Ja. Oder willst du an einer anderen Stelle anfangen? Wir können mit dem neuen Blogbeitrag anfangen. Wir haben hier mehrere Erzählstränge, denen wir jetzt gerade folgen können. Einmal bin ich sehr neugierig, was Goldfels noch schreibt. Ich nehme mal an, das ist ein Beitrag von Goldfels, wir wissen es aber nicht. Auf der anderen Seite bin ich auch neugierig, was der Eingeweihte mit Harrison O'Donnell bequatscht.
Und wir haben noch ein paar Sachen auf dem Desktop von Joseph Langley offen. Das heißt, es gibt drei Sachen, wo wir weitermachen können, die alle spannend sind, die gerade passieren. Hast du eine Präferenz von der Reihenfolge her? Blogbeitrag. Ja, also bei mir ist es auch Blogbeitrag, dann Joseph Langley und dann Harrison O'Donnell und der Eingeweihte. Gut, dann sind wir wieder auf dem Blog von Thought. Ein unerwarteter Vorschlag, veröffentlicht im Januar 2013 von Goldfels. Ein Vorschlag für eine Mitarbeit, die mir gleichermaßen faszinierend wie verstörend erscheint, hat mich aus meinen Gedanken gerissen. Liebe Leserinnen und Leser, gestern erreichte mich eine sehr unbequeme Anfrage. Von allen Gelegenheiten, die das Universum zu bieten hat, ist dies jene, die ich am wenigsten erwartet hätte. Die Regierung hat mich gebeten, für sie zu arbeiten. Die Regierung. Dieselbe Regierung, die das gefährliche Sicherheitsgesetz entwickelt hat, das es erlaubt, nur wegen suggestiver Beweise strafrechtlich verfolgt zu werden. Ich verstehe das Wesen dieses Angebots nicht. Sie müssen wohl recherchiert haben, da Sie sich meiner Ansicht und meiner gesamten Arbeit bei der Stellingham wohl bewusst waren. Aber warum sollten Sie gerade dann ausdrücklich mich anfragen? Das hat mich zum Äußersten verwirrt und ich kann nicht herausfinden, wofür Sie mich brauchen könnten. Mir wurde nur mitgeteilt, dass meine Mitarbeit an einem bahnbrechenden Großprojekt erforderlich sei. Schlagworte bar jeder Bedeutung. Natürlich ging man nicht weiter auf Rückfragen ein. Natürlich habe ich das Angebot abgelehnt. Ich habe allerdings keine Zweifel, dass sie sich erneut melden werden. Ihr ergebener Goldfels. Was sagt der hier? Hat einen Arbeitsvertrag mit der Regierung abgelehnt. Interessant. Und das ist nicht gelb und steht nicht im Widerspruch zu Sachen. Interessant. Gast schreibt: Hey Goldfels, das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich würde nicht wollen, dass Sie für die Regierung arbeiten, Abe. Tun Sie das nicht. Bei dem, was die so tun, ist noch nie was Gutes rausgekommen. Wenn Sie das tun, bin ich weg. Ihr treuster Leser, weg. Einfach so, im Ernst. Goldfels schrieb: Mein Freund, ich habe nicht die Absicht, für die Regierung zu arbeiten. Doch ich frage mich, was der Auslöser für all das sein könnte. Ob es nun wirklich etwas Boshaftes ist, das sie planen. Und ob das, was auch immer es ist, mit der richtigen Behandlung in etwas Gutes verwandelt werden kann. Okay, er hat ursprünglich abgelehnt, dann hat er... Wir wissen ja, dass es diesen Vertrag gab. Sonst wären wir dann nicht bei diesem schrägen Gerichtsprozess gelandet. Richtig. Also hat er das wahrscheinlich abgelehnt und dann kommt dieses, die werden sich bestimmt erneut melden, vielleicht zum Zug. Und er hat dann gedacht, er kann es alles besser machen. Genau, so, ja genau, so ist es so, okay, ich will nicht für die Regierung arbeiten, aber wenn ich dann im Inneren doch drin bin, kann ich doch vielleicht Gutes tun. Klingt das alles wie, die Ratio wäre, ich arbeite doch mit. Weil dann habe ich Kontrolle, als wenn ich einfach nur sage, nein, fickt euch. Ja. Also das wäre jetzt eine Theorie zumindest. Wäre eine Theorie, ja. Ich meine, wir wissen, dass er irgendwie für die Regierung gearbeitet hat. Und dieser Blogbeitrag sagt jetzt ganz deutlich, dass er wahrscheinlich nicht, also dass er an der Stellingham, dass das keine staatliche Universität ist und dass das nicht heißt, dass seine Lehrtätigkeit an der Stellingham eine Arbeit für die Regierung war. Also wir waren auf dem Holzweg beim letzten Mal, könnte man sagen. Ich bin mir nicht, also da müssen wir jetzt nochmal reingucken, weil ich bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich genau wussten, dass es um seine Unitätigkeit ging. Nee, wir haben das nur gemutmaßt. Wir haben das gemutmaßt, weil hier sind ja Professorinnen, Beamtinnen. Das war unsere einzige Mutmaßung und wir haben diesen Text ja nicht gelesen. Ja, ja, das ist klar. Gut, geben wir die Informationen ins Programm. Natürlich habe ich es abgewonnen. Hat einen Arbeitsvertrag mit der Regierung abgelehnt. Könntest du das Profil von ihm mal mit aufmachen? Ja. Wir waren ja beim letzten Mal relativ großzügig, was Informationen betrifft. Gucke, weil da steht Arbeitsvertrag mit der Regierung. Und das finde ich mal ganz interessant,
was jetzt passieren würde, wenn hatte einen Arbeits hier steht noch, hatte einen Arbeitsvertrag mit der Regierung, der am 15. März 2013 begann. Januar 2013. Kommentar Januar 2013. Spannend. Ja, ich würde die Information gern mit ins Programm geben. Oh, und Horst hier sagt was Spannendes. Goldfels hat an Orwell mitgearbeitet. Ah, den Gedanken hatte ich vorhin auch. Ja, genau. Ja. Doch. Ja, das laden wir. Also mein erster Impuls wäre, das zu deaktivieren, weil für mich ist es so, es ist ein totaler Widerspruch. Eben, deswegen würde ich es hochladen wollen. Ja, da, ich mag, wie du denkst. Ich bin mal gespannt, was ich danke. Aber ich meine, das sollte allen Beteiligten bereits klar gewesen sein, sonst würde ich den Kram ja mit dir nicht machen. Aber ich bin jetzt auch mal okay. Gespannt, was der immer falsch ausgesprochen wird, dazu sagt. Goldfels weigerte sich zunächst, nahm dann aber doch den Vertrag an, nur um ihn dann wieder zu brechen? Seltsam. Finde ich gar nicht seltsam, wenn man diesen Blogbeitrag gelesen hat. Ich auch. Das macht total Sinn. Also, ja, und er hat ja auch, wenn wir uns irgendwie mal noch an andere Blogbeiträge erinnern oder an das, was er den anderen, den Studierenden auch gesagt hat, waren das immer Dinge, die irgendwie von einem Mann stammten, der das Gefühl hatte, er kann noch was bewegen und er kann irgendwie einen positiven Beitrag leisten. Und deswegen war ich irgendwie beim letzten Mal und so unglaublich verstört, dass Nina Maternova gestorben ist. Ja. Und ja. Er auch irgendwas damit zu tun hat, was noch nicht ganz klar ist, was eigentlich. Also was ist diesem Mann passiert zwischen der Auflösung dieses Arbeitsvertrages und der Krebsdiagnose bis jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Also er hat das Angebot der Regierung bekommen 2013. 2015 wurde er mit Krebs diagnostiziert und wir haben jetzt 2017. Okay. Mal. Wollen wir mal bei Josef Langley vorbeischauen? Ja. Schauen wir mal, was der so macht auf seinem privaten Laptop. Genau. Wir haben hier die Browser-History. Da ist nichts Neues. Da waren wir drin. Die Bilder sind auch nichts Neues. Wie Zertifikat. Ist aktiver Unterstützer der Stiftung Kinder von Pages. Das ist noch so eine... Das ist eine Information, die wir hochladen könnten. Ja. Irgendwie fände ich es... So langsam merke ich, je komplexer das wird, desto mehr sehe ich dieses Programm als Tool, um so wesentliche Informationen abzuspeichern. Weißt du, wie als würden wir, keine Ahnung, so eine Netzwerkkarte machen mit unterschiedlichen Akteuren und dann ganz, ganz viele Informationen über die Akteure speichern. Ja. Das für uns bei der Aufklärung dieses Falls und weil wir dieses Spiel spielen, natürlich total spannend ist, aber dann dieser Punkt, der verdammt, diese Informationen, die wir jetzt hier sammeln, sind ja auch für andere zugänglich und wir wissen ja gar nicht, was die mit den Informationen anstellen. Ja. Das, also ich merke, dass diese Grenzen, je komplexer das wird und je mehr Informationen wir über unterschiedlichste Personen bekommen, desto schwieriger fällt es mir, das zu trennen. Also dann ist es wirklich so dieses, ach komm, lad hoch, dann haben wir es wenigstens irgendwo stehen. Wir könnten auch einen Zettel und einen Stift und eine Pinnwand haben. Ein Moodboard oder so. Ja, ja. Oh, denke gerade so, machen könnte, dass man quasi einen eigenen kleinen Bereich hat und auswählen kann, ob man es direkt bei Orwell hochlädt oder ob man eine Zwischenablage macht und findet dann im Spiel heraus, dass die Zwischenablage quasi auch wie nach Orwell hochladen ist. Meine Fantasie geht mit mir durch. Also da haben wir, das hier haben wir noch offen. Wir haben hier noch mehrere Dinge. Wir haben hier ein Bild von ihm, wo er eine, ich glaube nicht, dass er einen Fisch gefangen hat, sondern dass es eine Trophäe ist. Weil
Sundown-Trophäe. Wo wir noch nicht waren, war in den E-Mails. Ich glaube, wir waren in den... Wir gehen mal in die E-Mails eines Anwalts. Hm? Ja, also Mails Kanzlei und Mails privat. Ah nee, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Hatten wir schon. Das müsste die E-Mail von Goldfels an ihn sein, ne? Genau. Ja. Mein lieber in dubio. Goldfels an den Anwalt, genau. Und Kanzlei waren wir noch nicht. Unser Meeting und Rückmeldung zu deiner Anfrage. Rückmeldung zu deiner Anfrage zuerst, bitte. Oh. Karen Manilov, Advice by Malinov. Rückmeldung zu deiner Anfrage. Hallo Josef, ich bin heute Morgen zum dritten Mal deine Buchhaltung durchgegangen, wie du es wolltest. Und leider kann ich nur bestätigen, was ich dir auch vorher schon gesagt habe. Es ist dir vielleicht jetzt nicht bewusst, weil es der Absturz... Es ist dir vielleicht jetzt nicht bewusst, weil es der Absturz nur langsam vorangeht, aber du bist auf dem besten Wege, eines zukünftigen schwarzen Tages den Nullpunkt zu erreichen, wenn sich der aktuelle Trend zu fortsetzt. Was? Steht unter finanziellem Druck. Aha. Tut mir leid, wenn ich ständig dasselbe runterleiere, aber hier sind die größten Probleme, die ich sehe. Abgesehen von deiner stetig sinkenden Mandantenzahl sind deine Ausgaben seit Ende 2016, insbesondere über deine Kreditkarte, um satte 218% angestiegen. Irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Dann ist da dieser wiederkehrende Spende, die schon seit einiger Zeit läuft. Ich kann ja nachvollziehen, wenn du einem Freund oder so aushelfen willst, aber irgendwann muss auch mal gut sein. Ernsthaft. Wenn all diese Ausgaben ein Muss sind, würde ich definitiv deinem Vorschlag zustimmen, Mrs. Winters zu entlassen. Wenn deine Mandanten eh schon weniger werden, brauchst du ja eigentlich auch keine Sekretärin mehr, oder? Oder überrede sie wenigstens in Teilzeit zu arbeiten. Oder such dir jemanden, der in Teilzeit arbeitet und am besten auch noch bei einem niedrigeren Stundensatz. Viele Grüße, Karen. Karen Manilow, freiberufliche Finanzberaterin, Advice by Manilow, advicebymanilow.tna. Huh. Okay, könntest du mal das Profil von Joseph Lengley öffnen, bitte? Ja. Da. So, fangen wir mal an. Neue Informationen. Wiederkehrende Spende. Ob das die Unterstützung für Nina Maternova war? Oder die Kinder von Pages? Dieses Zertifikat wird aufgrund der hervorragenden finanziellen Unterstützung von Herrn Joseph Lengley für unsere Tätigkeit im Laufe der Jahre ausgestellt. Ich fange gerade an, hier irgendwelche Verschwörungsmythen mir selber zu erzählen. Ich denke nicht, dass das irgendetwas mit Unterstützung von Maternova ist. Also, weil hier... Dann ist ja auch diese wiederkehrende Spende, die schon seit einiger Zeit läuft. Okay, sie hat das in Anführungszeichen gesetzt. Das aber... Ich hab jetzt keinen Anhaltspunkt zu denken, dass das die Unterstützung für Nina sein könnte. So. Ja, zumindest Goldfels hat ihn ja gefragt. Ja. Ob er das tun könnte. Wir wissen nicht, was Joseph geantwortet hat. Ne? Ja, wissen wir nicht. Und jetzt wissen wir, dass es eine regelmäßig wiederkehrende Ausgabe gibt, von der wir auch nicht wissen, wo sie hingeht. Also wir könnten vermuten, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ja. Dann, was haben wir dann noch? Ach genau, Ausgaben seit Ende 2016 insbesondere über deine Kreditkarte angestiegen. Was ist Ende 2016 passiert? Das kann ich dir sagen. Erzähl mal, ich habe deine Vermutung. Mal gucken, was du sagst. Ja, er ist mit Cassandra Watergate zusammengekommen, weil er sie verteidigt hat. Und sie haben in
Und sie hat doch in der einen Nachricht scherzhaft gesagt, ich habe immer noch deine Kreditkarte. Ich fände es interessant. Also Geld ist ja, es heißt ja immer so, folge dem Geld, ne? Oder folge in dem Fall dem fehlenden Geld. Ich neige gerade dazu, die Information ins Profil hochladen zu wollen. Und zwar beide. Auch wenn das bedeutet, dass unten Mrs. Winters als neue Person dazu kommt. Was wahrscheinlich bedeutet, dass wir mehr über Mrs. Winters erfahren. Ja, ich würde mit Mrs. Winters erstmal anfangen. Bevor ich darüber gehe. Also etwas, was mich total überrascht, dass er unter finanziellem Druck steht. Okay, ich fange mal. Naja, es ist ja, also das Ding ist, ja, das scheint ja ein Ausgabenproblem zu sein. Also ja, die Einnahmen sinken, aber seine Ausgaben sind auch exponentiell gestiegen. Und das, oder zumindest, das war eine Quatschaussage, sind auf jeden Fall stark gestiegen. Ja. So, wir gucken mal. Unschön. Geht uns aber nichts an. Aha. Das ist das erste Mal, dass er sagt, dass uns das nichts angeht. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Hervorragend. Was ist mit Symes los? Genau, Horsti. Was ist mit Symes los? Ja. Und The Real Panse sagt noch, dass mit der Kreditkarte und so, das war im ersten Stream. Genau, das war im ersten Stream, aber im Spiel ist das nur 4 Tage her. Das dürfen wir nicht vergessen. Diese 4 Tage haben sie. Streu noch ein bisschen Salz in die Wunde und kipp noch Zitronensaft drauf. Ja, jetzt steht unter finanziellem Druck. Ich bin hin und her gerissen, ob ich das hochladen möchte. Mhm. Ha. Aber wahrscheinlich schon. Was, können wir dir vielleicht helfen bei der Entscheidungsfindung? Was reißt dich in die eine und was reißt dich in die andere Richtung? Nee, ich sehe einfach nur, wir laden das hoch und dann, dann kommt Symes mit sowas um die Ecke. Aha, nur weil er Geldprobleme hat, verteidigt er Verbrecher. Oder so, weißt du, so irgendwie. Aber das ist, aber jetzt mal ehrlich, das ist, jeder hat ja irgendeinen Beruf, mit dem Mensch Geld verdient, um ja Einnahmen zu generieren, um sein Leben zu finanzieren. Also insofern, ich finde, he has a job to do. Dann wäre es schon wieder interessant, warum seine Mandantenzahl runtergeht. Ja, das stimmt. Weil das Sicherheitsgesetz funktioniert und es immer weniger Kriminalität gibt. Entschuldigung. Dann kann er auch gleich für die Regierung arbeiten. Ja, vielleicht. Warum wurde ihm das noch nicht angeboten? So, okay, ja. Na, aber es ist, steht unter finanziellem Druck, sehe ich ein, komm, wir machen. Ich bin jetzt gespannt, was Lakshulita sagt. Ich habe genug Krimiserien im Fernsehen gesehen, um zu wissen, dass Emotionen und Geld, wobei immer gute Motive sind. Ja. Das Geschäft läuft offenbar nicht so gut. Zu wenige Verbrechen, nehme ich an. Wir machen wohl etwas richtig. Was ich gesagt habe. Ach, Symes, du Alter. Mails, Kanzlei, Antwort unser Meeting.